Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Kinder-E-Bike. Und zwar haben wir hier zwei Mustache. Das erste ist ein Samedi Off 7. Wir haben hier eine Fox-Gabel, XT-Schaltung und Shimano Deore Bremsen. Das ganze System ist Bosch und wir haben hier einen XT-Wechsler und 11 Gänge. Das E-Bike ist für Kinder von 1,30 m circa bis 1,55 m geeignet. Und wie ihr seht, haben wir bereits den Bosch CX-Motor, der aktuell von Bosch angeboten wird, sowie ein Powerpack 500 für eine maximale Reichweite. Wir haben hier das Bosch Intuvia mit dem Bedienteil. Über die Infotaste kann man Uhrzeit, Strecke, Strecke gesamt, Maximal kmh, Durchschnitt kmh etc. abrufen, sowie die Fahrzeit, und über die Stufe kann man verstellen, vom Turbo über Sport bis Tour, und es zeigt einem immer gleich an, wie weit man mit dieser Unterstützungsstufe kommt. Parallel hier haben wir das Mustache Samedi Off 5, also hier das Off 7, hier das Off 5. Das Off 5 hat eigentlich den gleichen Motor, der gleiche Akku, ist auch 36er Rahmen für Personen ab 1,30 bis 1,55. Der Unterschied hier ist, wir haben eine RockShox Federgabel, eine SRAM X5 Schaltung und Shimano Bremsen. Gänge hat das Ganze hier nicht 11, sondern 10. Aber eigentlich von den Komponenten her, sprich Elektroantrieb und Batterie, beide eigentlich sehr gut geeignet. Jetzt fragen sich sicher viele, ja, warum sollte ein Kind ein E-Bike fahren? Hier geht es mehr darum, wenn es an einem Berg wohnt, dann macht es Sinn, sobald es flach ist, eher weniger. Oder wenn die Eltern natürlich bereits ein E-Bike haben und man nicht möchte, dass das Kind benachteiligt ist sozusagen, macht es auch dort Sinn, für Kinder ein E-Bike zu kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. Also auch hier im Kinderbereich ab 1,30, also es gibt auch noch kleinere, aber ich denke, ab 1,30 macht es Sinn, so circa ab 8, 9 Jahren. Hier ist einfach wichtig, eigentlich auf den Straßen für Kinder, so wie es aktuell kommuniziert wird, nicht erlaubt. Aber ich denke, da ist die Toleranz bei den Beamten aktuell noch so groß. Und es gibt auch nicht so viele dieser Bikes, dass da ab und zu mal ein Auge zugedrückt wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aussuchen und dann beim Selberfahren eures E-Bikes.